Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Jetzt, wo langsam so die kalte Jahreszeit anbricht, haben wir uns den Abend verwärmt, den Spieletag verwärmt, gewärmt mit dem Spiel Waffelzeit. Und wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Waffelzeit ist ein Spiel für ein bis vier Spieler ab 8 Jahre. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 20 bis 40 Minuten angegeben. Ist bei Pegasus Spieler erschienen, kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 35 Euro. Und das Spiel ist von Maxime Demeyer, ich weiß nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird, weil Maxime hört sich so französisch an, also von daher bin ich mir nicht ganz so sicher. Und wie Christian schon gesagt hat, wobei hier steht eher drauf, es ist ein herrlicher Morgen und du entspannst auf dem Sofa. Doch, was ist das für ein himmlischer Duft? Ja, aber mit dem Hochsommer esse ich keine Waffeln, da esse ich ein Eis, aber keine Waffel. Ja, es geht ja um morgen, nicht um Abend. Du hast gesagt, wir sitzen am Abend hier, darum geht es hier nur. Es hat keiner gesagt, es ist Sommer. Hast du mal rausgeguckt, es ist Duster draußen. Es ist nicht Duster, es ist hell draußen. Mitten in der Nacht. Du tüdelst ein bisschen. Auf jeden Fall Waffelzeit, so wie das Thema, ja, wie der Name schon sagt. Es geht hier darum, dass wir unsere Waffel ganz lecker mit Früchten, mit Sahne, aber auch mit Butter. Butter war ich jetzt noch gar nicht Kommt so weit, mal. Mit Sirup belegen wollen. Vielleicht auch ein Stück Butter irgendwo drauf. Wer es mag, okay. Das muss jeder für sich selber wissen. Butter und so. Genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Spielmaterial und dem Spielaufbau. Wir haben das Spiel hier schon mal für 2 Personen aufgebaut. Wir haben hier zum einen die Auswahltafel. Die legt ihr bereit. Diese 9 Auswahlplättchen, die sind beidseitig gemischt. Die mischt ihr und dann legt ihr die auch zufällig auf diese 9 Felder auf der Auswahltafel und auch mit einer zufälligen Seite. Dann gibt es hier die Reihenfolgeplättchen. Da nehmt ihr die Reihenfolgeplättchen mit der Seite, die eurer Spielerzahl entsprechen. Wir haben jetzt hier das Reihenfolgeplättchen für 1 und 2 Spieler. Auf der Rückseite wäre zum Beispiel das für 4 Spieler. Und das legt ihr hier oben. Hier habt ihr oben so eine kleine Eieruhr. Und das legt ihr da, ich sag mal so, in die erste Aussparung an. Und im 2-Personen-Spiel nehmt ihr auch noch von dem anderen Reihenfolgeplättchen, was eigentlich für 3 Spieler ist, das mit der Rückseite. Da habt ihr nämlich auch nochmal für 1 und 2 Spieler. Und das legt ihr quasi auf der gegenüberliegenden Seite in die beiden Aussparungen rein, so dass zwischen den beiden Plättchen jeweils immer 4 Aussparungen frei bleiben. Dann gibt es die sogenannten Musterkarten. Die sortiert ihr nach den Rückseiten. Für jede Fruchtart gibt es einen Stapel, bestehend immer aus 3 Karten. Für Kirsche, Heidelbeere, Brombeere, Erdbeere und Banane. Die mischt ihr getrennt voneinander. Und dann legt ihr von jeder Art schon mal eine Musterkarte aus. Also von der Kirsche eine, von der Heidelbeere eine und so weiter. Und die restlichen Musterkarten, die braucht ihr dann auch nicht mehr. Die könnt ihr dann aus dem Spiel legen. Dann gibt es noch die Zielkarten, da kommt die Butter ins Spiel, das sind diese mit der Butter auf der Rückseite. Auch die mischt ihr und da liegt ihr zu Spielbeginn 3 zufällige auch schon mal in einer offenen Auslage aus. Und auf jede Zielkarte wird oben auch schon mal ein Butterplättchen draufgelegt. Dann legt ihr am Vorrat auch die Frucht- und Sahneplättchen bereit. Es gibt, wie gesagt, 5 verschiedene Früchte, Kirsche, Heidelbeere, Erdbeeren, Brombeeren und Bananen. Und auch die Sahneplättchen legt ihr bereit und auch die wichtigen Siruptropfen, denn ohne Sirup gibt es nachher am Spielende auch keine Punkte. Jeder wählt sich eine Waffel. Ich habe jetzt hier die rote Waffel. Christian habe ich einfach mal die gelbe Waffel hingelegt. Ich glaube, mit der hast du sonst auch immer gespielt. Jede Waffel hat hier so ein 5x5 Raster und die wollen wir nachher bestmöglich dann mit Früchten und so weiter belegen. Die Sirupkannenkarten, die mischt ihr zu Spielbeginn und dann bekommt jeder Spieler schon mal eine zufällige Sirupkarte und die dreht ihr um und dann habt ihr nämlich auf der Rückseite eure Waffel und da nehmt ihr euch jetzt schon mal 5 Sahne und dann seht ihr hier, auf welche Felder ihr schon mal die Sahne auf eurer Waffel platzieren sollt und zusätzlich seht ihr hier unten noch 2 Früchte, die ihr euch nehmen sollt. Ich habe jetzt eine Erdbeere und eine Kirsche und die sollt ihr hier auf diese beiden Felder legen, wo dieser grüne Stern drauf ist. Welche Frucht ihr wohin legt, das bleibt euch überlassen. Das haben wir hier schon mal so vorbereitet. Danach dreht man seine Sirupkannenkarte jeweils um und bekommt nochmal 6 Siruptropfen schon mal aus dem allgemeinen Vorrat, den man schon mal auf seine Sirupkanne dann drauflegt. Dann nimmt sich jeder seinen Farbmarker. Ich habe wie gesagt rot oder es könnte hier auch eher so ein bisschen bräunlich sein. Christian hat gelb. Und jetzt legen wir den in zufälliger Reihenfolge hier auf das Reihenfolgeplättchen. Bei uns gibt es ja die Regel, der Spieler, der das letzte Spiel verloren hat, der beginnt und das war, meine ich, von daher ich komme hierher. Und der Spieler hier oben, ich zeige euch das vielleicht noch mal ein bisschen näher, auf der Reihenfolgetafel gibt es dann unter Umständen auch Felder, wo dann so Sirup drunter angegeben ist. Jetzt kann sich der Spieler
wo Sirup auf dem Feld angegeben ist, auch noch den entsprechenden Sirup aus dem Vorrat nehmen. Das heißt, Christian könnte sich jetzt noch zwei Siruptropfen aus dem Vorrat nehmen. Die Wertungsübersicht legt ihr schon mal griffbereit und auch den Block für die Endwertung legt ihr auch schon mal bereit. Dann kommen wir mal zum Spielablauf im Überblick. Wir spielen über insgesamt 8 Runden, in denen man jeweils immer abwechselnd einen Zug ausführt. Und dabei versuchen wir, unsere Waffel möglichst gut, ja, mit den Früchten, mit der Sahne und auch mit dem Sirup zu belegen. Dabei wollen wir möglichst gut diese Musterkarten erfüllen, aber auch die Zielkarten. Bei den Zielkarten haben wir so ein kleines Rennen, denn jeweils der Erste, der es schafft, darf sich auch noch das Butterstück nehmen und das auch noch auf seiner Waffel dann platzieren. Wenn man am Zug ist, wie gesagt, führt man einen Zug aus. Als Erstes nimmt man immer seinen Marker und darf diesen Marker in eine freie Aussparung hier an der Auswahltafel legen. Frei bedeutet, ich kann ihn nicht dahin legen, wo Auswahlplättchen liegen, und ich kann ihn auch nicht dahin legen, wo vielleicht schon ein anderer Marker liegt. Wenn ich ihn dann an eine Aussparung gelegt habe, dann schaue ich, wo meine, also was in dieser Reihe liegt, wo mein Auswahlmarker liegt, und dann darf ich mir von den jeweils ersten beiden Auswahlplättchen, die dort liegen, in diesem Fall zwei Brombeeren, diese beiden Früchte nehmen und die darf ich dann regelkonform auf meiner Waffel dann platzieren. Wie dazu die Regeln sind, da kommen wir nachher nochmal im Detail dazu. Danach würde ich dann gucken, ob ich hier eventuell ein Muster erfülle, und danach würde ich auch noch gucken, ob ich hier eventuell ein Ziel erfülle, und dann wäre auch die nächste Person am Zug. Das Ganze machen wir, wie gesagt, 8 Runden lang, und am Ende der 8. Runde gibt es dann eine Schlusswertung und dann schauen wir. Man bekommt dann am Spielende jeweils einen Punkt für jede Frucht, die man auf seiner Waffel hat, wo dann aber auch ein Sirup drauf liegen muss. Denn ohne Sirup gibt es ja eigentlich soweit keine Punkte. Also für jede Frucht mit Sirup obendrauf gibt es einen Punkt. Für jede Sahne mit Frucht und Sirup obendrauf gibt es 3 Punkte. Für jede Butter, die man hier auf seiner Waffel hat, gibt es 2 Punkte. Und wenn man gar keinen Sirup mehr in der Kanne am Spielende hat, bekommt man dafür nochmal 2 Punkte. Außerdem würde man nochmal schauen, welche Zielkarten, wie man erfüllt hat. Wenn man eine Zielkarte erfüllt hat, bekommt man am Spielende die jeweils möglichen Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Gibt es einen Gleichstand, dann schaut man, wer am Spielende hier mit seinen Markern näher im Uhrzeigersinn gesehen mit seinem Auswahlmarker am Reihenfolgeplättchen dann dran ist, und dann hätte der Spieler gewonnen. Und ich würde mal sagen, im Detail erklären wir euch das jetzt einfach mal, wenn wir mal anfangen. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal an. Das heißt, es geht los. Ich muss als Erstes meinen Marker bewegen. Und ich schaue mal ganz kurz, was es da so gibt. Und ich würde jetzt einfach tatsächlich das machen, was ich gerade eben schon gemacht habe. Ich gehe mal hier hin, ich platziere meinen Marker hier. Ich darf ihn ja nur in eine freie Aussparung platzieren. Das heißt, nicht dort, wo das Reihenfolgeplättchen liegt, oder in dem Fall mit zwei Spielern haben wir ja zwei Reihenfolgeplättchen, und auch nicht dort, wo ein anderer Spieler schon seinen Marker platziert hat. Dann schaue ich in dieser Reihe, was sind die ersten beiden Auswahlplättchen, die jetzt in der Reihe, wo mein Marker ist, liegen, was ist dort drauf? In dem Fall darf ich mir jetzt zwei Brombeeren nehmen. Jetzt darf ich diese Brombeeren regelkonform platzieren. Grundsätzlich darf ich sie erstmal frei platzieren, das heißt, ich darf mich frei entscheiden, wo ich sie hinlege, aber ich muss sie auf zwei benachbarte Felder legen, und zwar auf zwei waagerecht oder senkrecht benachbarte Felder, nicht diagonal. Es gibt auch noch weitere Platzierungsregeln, zum Beispiel Sahne darf ich immer nur auf leere Felder legen, Früchte darf ich entweder auf leere Felder legen oder ich darf sie auf Sahne legen, und Sirup, würde ich jetzt Sirup bekommen, es gibt ja nämlich zum Beispiel auch so ein Plättchen, wo man, wenn man da seinen Auswahlmarker hingelegt hat, auch Sirup bekommen könnte. Sirup dürfte ich in dieser Phase nie platzieren, den müsste ich immer dann in meine Kanne legen, und würde ich dann in dem Moment ein Sirup und eine weitere Frucht bekommen, müsste ich den Sirup, wie gesagt, in meine Kanne legen, und die Frucht dürfte ich dann irgendwo platzieren. Die kann ich ja nicht benachbart platzieren, weil ich ja nur eine Frucht in dem Moment lege. Also ich muss sie nicht zu einer bereits liegenden Frucht benachbart platzieren, dann kann ich sie irgendwo platzieren dann. So, denn den Sirup dürfen wir nur über diese Musterkarten nachher platzieren. Das heißt, ich schaue jetzt mal, wo ich diese beiden Sachen möglichst gut vielleicht platzieren kann, damit ich hier vielleicht nachher schon irgendwelche Muster dann erfüllen kann. Und ich würde das vielleicht einmal hier hinlegen und ich würde das einmal, wo lege ich es dann nochmal hin? Ich muss es jetzt da benachbart legen, orthogonal, also kann ich es nur da, da oder da noch hinlegen, und dann lege ich es mal dahin. So, danach würde ich jetzt gucken, ob ich irgendein Muster, was hier oben ausliegt, erfülle. Wichtig ist bei den Mustern, man darf die beliebig drehen und spiegeln, wie man möchte. Man darf auch nur Muster, ich sag mal, erfüllen, die man in diesem Zug vervollständigt hat. Das heißt, wo man in diesem Zug mindestens eine passende Frucht
oder ein Siruptropfen dann platziert hat. Man darf beliebig viele Muster in einem Zug erfüllen. Man handelt sie dann einfach nacheinander in einer beliebigen Reihenfolge dann ab. Man kann auch dasselbe Muster mehrfach erfüllen, sowohl jetzt sage ich mal im Verlauf der Partie letztendlich. Und was auch ganz wichtig ist, was man hier vielleicht nicht so sieht, Früchte hier im Muster, die dürfen auch auf Sahne liegen, um dieses Muster dann zu erfüllen. Das heißt, ihr seht hier nur drei Kirschen, die in einer L-Form irgendwo auf meiner ja, Waffel angeordnet sein wollen, entweder so, so oder so, weil ich darf es ja drehen und spiegeln, wie ich möchte. Aber diese Früchte dürfen auch auf Sahne liegen, wenn ich das Muster dann erfülle. Genau, auf jeder Frucht darf dann nur ein Siruptropfen grundsätzlich liegen. Und der Sinn dieser Musterkarten ist letztendlich, dass wir, wenn wir ein Muster erfüllen, dass wir dann Sirup auf diese Früchte drauflegen dürfen. Hätte ich jetzt also so ein L in dieser Form irgendwo auf meiner Waffel, dürfte ich in dem Moment auf jede Kirsche ein Siruptropfen drauflegen. Wie ich sagte ja gerade eben schon, auf jeder Frucht darf auch mal maximal nur ein Sirup drauflegen. Und wenn ich in dem Moment, ich dürfte jetzt hier ja drei Siruptropfen drauflegen, wenn ich in dem Moment zum Beispiel nur zwei Sirup noch in meiner Kanne hätte, dann dürfte ich nur so viel Sirup drauflegen, wie ich in dem Moment hätte, dann nur zwei, dürfte die aber auf beliebige Früchte in diesem Muster legen. Ich dürfte aber später im Nachhinein nicht noch auf die Frucht, wo ich dann das Sirup nicht drauflegen konnte, im Nachhinein nochmal ein Sirup drauflegen, das geht dann nicht. So, und dann würde ich noch schauen, habe ich vielleicht Ziel erfüllt? Auch das habe ich jetzt momentan nicht. Auch Ziele dürft ihr beliebig drehen und spiegeln. Und wie gesagt, wer ein Ziel als erstes erfüllt, darf sich noch so eine Butter nehmen. Und Butter muss man immer sofort auf ein leeres Feld auf seiner Waffel irgendwo dann platzieren. Wir können ja vielleicht einmal ganz kurz uns die Musterkarten angucken. Hier hatte ich ja schon gesagt, hier soll ein L in Form von Kirschen irgendwo auf meiner Waffe liegen. Das kann ich beliebig drehen, spiegeln, wenden, wie ich möchte. Hier möchte einfach eine Heidelbeere benachbart zu zwei Sirup liegen. Welche Früchte unter dem Sirup liegen und ob da auch noch Sahne drunter liegt, ist vollkommen egal. Einfach, ihr seht hier, die Heidelbeere möchte benachbart zu zwei Sirup sein. Auch hier wieder drehen, spiegeln, wie ich möchte. Hier möchten zwei Bananen waagerecht oder senkrecht benachbart zu zwei anderen Früchten sein. Das heißt, zwei Bananen in der Mitte, zwei beliebige andere Früchte daneben waagerecht oder senkrecht. Diese anderen Früchte dürfen keine Bananen sein, aber es dürfen auch verschiedene Früchte sein. Hier möchten in einer Z-Form vier Brombeeren angeordnet sein. Hier im Quadrat auf zwei Feldern dann die Erdbeeren. Wo diese Erdbeeren liegen, ist auch egal im Quadrat, aber da sollen dann auch noch in diesem Quadrat zwei andere Früchte sein, die keine Erdbeeren sind. Und das dürfen dann auch wieder aber zwei verschiedene Früchte dann sein. Hier bei den Zielkarten ist es so, hier sollen vier Sirupkarten in einer Diagonale angeordnet sein. Wie gesagt, drehen, wenden, wie man möchte. Hier möchte man einfach von einer beliebigen Frucht irgendwo auf seiner Waffel sechsmal die gleiche Frucht dann haben. Unter der Frucht dürften auch Sahne liegen und auf der Frucht dürfte auch schon Sirup drauf liegen. Dann würde ich am Spiel eine drei Punkte dafür bekommen. Und hier einfach in den gegenüberliegenden Ecken meiner Waffel jeweils ein Sirup. Jeweils da oder da oder da oder da, dann würde ich am Spielende zwei Punkte bekommen. Genau, das war jetzt mein Zug, von daher ist Christian jetzt dran. Jo, ich gehe einfach nur ein nach vorne. Das heißt, ich bekomme eine Brombeere, eine Sahne, bitte. Eine Sahne und eine Brombeere. Wie gesagt, man muss sie halt eben nebeneinander machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier meine Brombeere und packe die auf die Sahne drauf. Und daneben packe ich die Sahne, die ich bekommen habe. Genau, jetzt haben wir schon alle einen Zug gemacht. Jetzt ist quasi die erste Runde vorbei und jetzt wird geschaut. Jetzt kommt sozusagen die Aufräumphase. Jetzt wird geguckt, wo liegen unsere Farbmarker und im Uhrzeigersinn der Farbmarker, der dann am nächsten zur Reihenfolgetafel liegt, der wird jetzt auf die 1 gesetzt. Alle anderen folgen Uhrzeigersinn und werden in der Reihenfolge der nächste auf die 2, der nächste auf die 3 und so weiter. Dann alle Personen, die jetzt wieder sich auf so ein Feld gesetzt haben, wo da die Siruptropfen drauf sind. Hier bei mir zwei bekommen jetzt in dem Fall die Siruptropfen. Zwingend Ich wohlgemerkt, das ist bekomme jetzt die wichtig. zwei Siruptropfen. Dann wird dieser Reihenfolgemarker im Uhrzeigersinn eine Aussparung praktisch weitergeschoben. Das gleiche, wenn ihr zu zweit spielt, haben wir hier den zweiten Reihenfolgemarker. Auch der wird im Uhrzeigersinn dann ein Feld weitergeschoben, sodass er wieder in den nächsten Aussparungen drin ist. Und dann habt ihr hier auf dem originären aus Reihenfolgemarker, sage ich jetzt einfach mal so eine Gabel drauf. Und die besagt jetzt, dass in dieser Reihe alle Auswahlplättchen einmal umgedreht werden. Das muss man auch ein bisschen bedenken, vielleicht bei der Auswahl,
denn die Auswahl verändert sich dadurch. Und jetzt kommen wir schon in unsere zweite Runde und jetzt ist Christian Startspieler. So, ich gehe in die erste Aufspannung, das heißt, ich nehme nochmal eine Sahne. The same und procedure as every time sozusagen. Es eben gerade, ist auch eine gute Aussprache. Packe ich einmal da wieder auf die Sahne und die Sahne packe ich da. Nee, warte mal. Doch, das mache ich so. Finde ich gut. Gut, dann bin ich ja am Zug. Ich gehe dann mal hier hin. Ich nehme mir mal die beiden Bananen und die platziere ich dann mal regelkonform hier und hier. Wie gesagt, zwischendurch oder nach unserem Zug, wenn wir die Früchte platziert haben und die Sahne oder was auch immer, was wir hier bekommen, gucken wir immer, haben wir eine Musterkarte erfüllt, haben wir eine Zielkarte erfüllt, haben wir nicht. Von daher haben wir schon wieder Rundenende. Christian ist wieder näher am Reihenfolgeplättchen dran, kommt auf die 1, ich auf die 2. Oha, ich kriege schon wieder 2 Sirup. Hey. So, jetzt rutscht der hier wieder einen weiter. Das heißt, jetzt müssen wir hier um die Ecke quasi rum. Und der rutscht hier natürlich auch einen weiter und dann ist Christian schon wieder dran. Oh, wir müssen noch die Gabel machen. Danke für die Erinnerung. Das heißt, ich muss nochmal alle diese Plättchen einmal umdrehen und dann ist Christian schon wieder dran. Oh, da gibt es jetzt aber mal eine ganze Menge Sahne, würde ich mal so sagen. Und ich habe gerade festgestellt, das ist, wenn man so vorführt, ich habe mir die Ecke hier oben jetzt ein bisschen totgelegt, weil da kann ich jetzt ja so nichts mehr hinlegen, weil ich ja immer Früchte benachbart legen muss. Es sei denn, ich kriege im Einzug einen Sirup und eine Frucht. Dann kann ich da noch was platzieren. Das ist nicht der Plan. Das ist nicht der Plan. Das kannst du ja nicht wissen, was mein Plan ist. Aber so bei der Sahne, da kann ich ja nicht widerstehen. Also ich marschiere jetzt einmal so komplett drumherum und nehme mir 2 Sahne. Mal einen anderen Stil heute mal. Das möchtest du eingehen? Ich versuche das einfach mal. Okay, dann perfekt. Dann gehe ich mal hier hin. Ich nehme mir also eine Erdbeere. Wo ist sie da? Eine Erdbeere und eine Heidelbeere. Und ich platziere jetzt beides hier. So, und jetzt überprüfe ich, ob ich Muster erfüllt habe. Wo hast du ihn getan? Dahin und dahin. Aha. Perfekt, ne? Ich habe zum einen dieses Muster erfüllt, denn ich habe in einem Quadrat 2 Erdbeeren und 2 andere Früchte, die keine Erdbeeren sein dürfen, die aber verschiedene Früchte sein dürfen. Wohlgemerkt, die Früchte dürfen bei den Mustern auch zur Erfüllung auf Sahne liegen. Und hier ist es auch egal, an welcher Position im Quadrat die Erdbeeren liegen. Das heißt, die müssen sich hier nicht gegenüber liegen. Und jetzt darf ich hier gemäß Musterkarte auf beide Erdbeeren, auf die anderen Früchte nicht, aber auf die beiden Erdbeeren, und wichtig, aus meiner Sirupkanne, dann schon mal Sirup legen. Und ich habe noch eine weitere Musterkarte erfüllt, nämlich diese hier. Ich habe 2 Bananen in einer waagerechten oder senkrechten, in diesem Fall in einer waagerechten, mit 2 Früchten, einmal rechts und einmal links. Die können auch verschiedene Früchte sein, dürfen nur keine Bananen sein, habe ich auch erfüllt. Und auch da darf ich dann 2 Sirup drauf platzieren. Mehr habe ich da noch nicht erfüllt. Ich habe noch keine 6 gleichen Früchte. Ich habe noch keine Diagonale mit Sirup und ich habe auch noch nicht in den Ecken Sirup. Aber das war schon mal eine sehr erfolgreiche Runde für mich. Dann sind wir am runden Ende. Jetzt machst du aber ein langes Gesicht. Nö, ne? Ich komme auf die 1. 3 Züge gemacht. Christian, ich kommt von ganz hinten auf den letzten Platz. Jetzt kriegst du mal 2 Sirup. Ja, ich brauche die auch. Ich muss ja so viel wir platzieren. Wir wandern vielleicht hier wieder ein Feld weiter. Und dann drehen wir hier mal um. Und oh Wunder, schaue mal da, was ich jetzt bekomme. Das machen wir nämlich auch gleich mal. Ich gehe nämlich, wollte schon deinen Marker nehmen, hier hin. Ich bekomme jetzt einen Sirup und eine Brombeere. Ich nehme die Brombeere und einen Sirup. Den Sirup darf ich ja in dieser Phase nicht platzieren. Den kriege ich ja nur über die Musterkarten. Von da an lege ich den auf meine Sirupkannenkarte. Und diese Brombeere darf ich jetzt hier irgendwo hinlegen, weil ich ja keine zweite Frucht habe, zu der ich die benachbart legen kann. Insofern passt die wunderbar. Ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Wunderbar, 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 wunderbar. So habe ich das genau geplant. Nein, hatte ich nicht. Das war jetzt aus Versehen. Ich glaube das auch. Somit war die Ecke dann doch nicht ganz tot da oben. Und Christian ist dran. Joa, ich mache hier einfach weiter. Ich gehe dahin. Das heißt, ich kriege eine Brombeere, eine Erdbeere. Okay. Und wo legst du die und dann hin? Dann packen wir die Brombeere dahin und die Erdbeere dahin. Okay, gut. Dann kommst du wieder auf die 1, ich auf die 2. Ich bekomme schon wieder 2 Sirup-Nachschub. Wir wandern hier weiter. Der wandert auch weiter. Ich habe dich verguckt, ich Idiot. Oh. Und hier wird umgedreht. Ich habe die Ecke nicht gesehen. Dass welche Ecke? Um die Ecke. Dass wir um die Ecke gehen, habe ich nie gesehen. Welche Ecke? Die Ecke halt. Ah. Diese eine Ecke. Du bist Startspieler. Blöde. Du darfst gerne anfangen. Das ist ja voll für einen Punkt, Punkt. Voll für einen Punkt, Punkt, Punkt. So ist es. Aber egal. Aber leid für dich. Es geht trotzdem. Dup, dup, dup. Eine Brombeere, eine Banane. Musstest du jetzt dahin gehen?
Das finde ich jetzt nicht sehr nett. Da wollte ich eigentlich So, ich auch packe die hin. Banane dahin, ich packe die Brombeere dahin und jetzt habe ich auch dieses Z oder Ah, auch, ich habe das Z. Das ah. heißt, ich darf auf meinen Brombeeren das Sirup packen und unter den Brombeeren ist überall Sahne. Das heißt, ich kriege dafür jeweils 3 Punkte, das sind schon Lecker, lecker, lecker. 12 Punkte. Du hast deine Waffe gut belegt. Und Christian, der jetzt schon von den 6 erforderlichen Früchten, die man braucht, schon mal 4 gleiche Früchte. Wie gesagt, da darf Sahne drunter sein und auch Sirup drauf sein. Das heißt, hat er noch 2 weitere Brombeeren, dann hat er schon 6 gleiche Früchte und hätte dieses Ziel erfüllt. Aber noch ist es nicht so weit. Und du hast ja auch schon eine Diagonale, immer nur 2. Zweimal sogar schon. Zweimal sogar schon. Krass. Und du hast sogar schon 1 in der Ecke. Auch das hast du schon. Und jetzt hast du mir auch noch mein Feld weggenommen, was ich haben Läuft. wollte. Es läuft. Hast alles richtig gemacht, würde ich mal so sagen. Ach, ist das schade, schade, schade. Aber dann machen wir halt das. Dann gehe ich hier hin. Ich habe ja so wenig Sirup. Ich nehme mir also noch mal einen Sirup und eine Brombeere. Und die Brombeere lege ich hier hin. Und jetzt habe ich auch Nachmachen. das Set hier erfüllt. Das darf man ja beliebig drehen, spiegeln, wie man möchte. Gar nicht Nachmacher. Die Brombeeren hatte ich, Nachmacherin. glaube ich, vor dir. So, und guck mal, ich habe mal schon eine Diagonale mit 3. Ich Ja, bin schon siehst einen du, Schritt läuft doch. weiter. Läuft doch. So, Rundenende. Wir gucken. Ich habe nichts weiter erfüllt als diese eine Musterkarte. Mehr habe ich nicht, wenn ich was übersehen habe. Nein, habe ich nicht. Zielkarten habe ich auch noch nicht erfüllt. Und von daher, ich komme auf die 1, du kommst auf die 2, du kriegst 2 Sirup. Wir wandern hier ein weiter, wir wandern hier ein weiter. Und wo ist die Gabel? Da, der Sirup verschwindet. Der wird wohl auch nicht mehr wiederkommen. Und, oh, ich darf wieder anfangen. Das ist ja auch schon mal ganz nett, wenn ich wieder anfangen darf. Dann nehmen wir doch mal, das ist doch eigentlich ganz nett. Dann gehe ich doch mal hier hin. Ich nehme mir eine Erdbeere und eine Banane. Die muss ich jetzt ja wieder benachbart platzieren. Ich platziere sie hier und schaue gleich wieder, ob ich irgendwas erfülle. Ja, ich erfülle das hier, nämlich diesmal in der senkrechten. Ich darf hier auf die Banane. Ich will immer in den Vorrat greifen, aber es ist nicht Das aus meiner kenne ich. Gut, dass ich so Sirupkanne. weit weg sitze. So, das heißt, ich darf jetzt auf die Banane einen Siruptropfen legen. Und ich glaube, das war's schon wieder. Mit Heidelbeeren und Kirschen werde ich noch nichts Ist weiter nicht so gut sein. Kirschen Nee, essen. mit Kirschen ist nicht so gut Kirschen essen. Das kann sein. Ziel erfülle ich auch noch nicht. Da bin ich noch nicht weiter vorangeschritten. Aber ich bin da im Werden. Von daher darfst du schon wieder machen. Dann gehe ich einmal dahin, gebe mir mal eine Kirsche und eine Banane Eine hin. Kirsche und eine Banane. Und wo kommen die bei dir hin? Ah, Da. passiert aber noch nichts, ne? Passiert nichts. Okay, dann einmal durch. Du kriegst wieder 2 Ja, so Sirup. langsam wird es jetzt ein bisschen eng hier, ne? Na, hast du auch ein bisschen viel Sirup? Ja. Wir wandern hier wieder mit den Reihenfolgeplättchen und dann drehen wir hier diese hier einmal um, weil die bei der Gabel liegen. Ui, 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 ui. Das ist ja eigentlich ganz nett, ne? Das könnte man eigentlich machen. Von daher tun wir das auch. Ich nehme mir, wo ich denn mal hin? Ha, ich gehe da hin. Ich nehme mir mal die Banane und die Erdbeere. Muss ich einmal ganz kurz gucken. Sei schlau im Stau. Aber wenn ich sie dahin lege, hätte ich schon das mit dem erfüllt. Ne? Aber so hätte ich auch die Diagonale erfüllt. Will ich es? Will ich es nicht? Das ist jetzt so die Frage. Ich mache das mal so. So, dann habe ich wieder das Quadrat mit den Erdbeeren. Das heißt, ich darf hier wieder auf meine beiden Erdbeeren jeweils einen drauflegen. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 gleiche Früchte immer noch. Da werde ich noch nichts mit dem. Die Diagonal hätte ich, wenn ich da noch einen drauf habe. Da habe ich aber noch keinen drauf. Und nö, gut, ich bin fertig. Mehr kann ich nicht. Mir wird nichts bei mir. Gut, dann gehe ich einmal da hin, eine Kirsche, eine Banane, Eine bitte. Kirsche und eine Banane. Oh je. So, damit habe ich diese Bananengeschichte hier, zwei gleiche und zwei unterschiedlich. Das heißt, ich darf Endlich mal wieder Sirup endlich mal einen platzieren. Sirup platzieren. Und hast du irgendwas von den Zielkarten Na, erfüllt? das wird heute anders werden. Okay, dann kommst du auf die 1. Oh, ich krieg wieder Sirup. Das passt eigentlich ganz gut, weil ich habe auch nur noch 3. Oh, und jetzt haben wir schon die letzte Runde am Wickel hier. Das ist nämlich schon die 8. Jetzt sind wir nämlich hier oben wieder bei der Eieruhr angekommen. Jetzt wird hier wieder umgedreht. Und jetzt muss ich noch mal einmal gründlich überlegen, damit wir hier vielleicht noch ein bisschen was schaffen. Genau, aber ich bin jetzt Aber du erst dran, bist von jetzt daher kannst du erst mal so viel überlegen, wie du willst. Gib mir mal bitte 2 Brombeeren. Ich gebe dir 2 Brombeeren gerne. Dankeschön. Gebe So, ich und sie die packe dir. ich, ist vollkommen egal, ich packe die Oh! da und dahin. So, jetzt habe ich einmal wieder diese Bananengeschichte erledigt, das heißt, das kommt da drauf. Und jetzt habe ich hier 6 gleiche, ich habe nämlich 6 Brombeeren, das heißt, ich kriege Oh, hier hast du 6 Brombeeren? Oh 1, ja, 2, 3, 4, 5, tatsächlich. 6.
die Butter auf ein beliebiges freies Feld. In den Ecken hast du nichts. Und was ich die ganze Zeit schon habe, sehe ich hier, das habe ich ganz übersehen. Die Heidelbeere möchte ja zwischen zwei Früchten sein, auf denen Sirup ist. Das habe ich schon die ganze Zeit erfüllt. Das heißt, ich dürfte jetzt einen Sirup nach unten verschieben. Das heißt, ich dürfte jetzt entweder den Sirup von hier nehmen, weil das wäre die L-Form und nach unten verschieben. Oder wenn ich hier, ja, anders geht es ja nicht auch von da. Von daher wäre das nur der, wo ich ihn da hinschieben könnte. Will ich das? Will ich das nicht? Ist eigentlich wurscht. Nö, ich lasse den. Mache ich das? Will ich das nicht? Ich könnte den jetzt verschieben. Ich schieb den mal von. Ja, das machen wir. Ich mache hier dieses L, das ist dann gedreht. Das heißt, hier ist das, ist der Sirup quasi so zwischen den, ne? Zwischen den hier Dingern. Ist das richtig? Nee, Was ist hast du nicht. denn jetzt vor? Das, ich wollte das von der Banane Das darunter kannst du nehmen. machen. Das kann ich machen, ne? Weil Das quasi so ist. das quasi. Ja, So. so ist. Das heißt, ich schiebe mal von der Banane, ist gar nicht so einfach, von der Banane das runter. So, aber dann habe ich ja gleichzeitig diese Form hier wieder erfüllt, weil die Banane, das ist ja das hier. Das Von daher davon. darf ich auf die Banane das legen. Ja, ich darf ja das gleiche Muster mehrfach erfüllen. So, okay, jetzt ist aber nichts weiter passiert. Ich habe nur korrigiert, was ich im Spielverlauf verpasst habe. Und jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich vielleicht das nochmal erfülle. Wie kriege ich denn das jetzt am besten hin? Gedeichselt. Ich bräuchte eigentlich nochmal eine Erdbeere und was anderes. Das passt doch eigentlich. Dann gehe ich doch mal hier hin. Ich nehme mir mal eine Brombeere und eine Erdbeere. Und ich lege die Erdbeere hier hin. Und ich lege die. Nee, ich lege die Erdbeere dahin. Und ich lege. Ja, es passt aber beides dann nicht. Ne? Dann kriege ich die Diagonale nicht. Dann kriege ich nur die Ecken. Ich kriege nicht die Da ist die Diagonale. Diagonale doch schon längst. Diagonale habe ich schon längst. Wo denn? Ich sehe sie gerade nicht. Oh, ich habe sie schon längst. Jetzt mit der Heidelbeere. Stimmt. Okay. Gut, ich mache die beiden, lege ich hier hin. Das heißt, ich habe erstmal das Quadrat mit den Erdbeeren wieder erfüllt. Ich darf da wieder einen Siruptropfen drauflegen. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob ich noch was übersehen habe im Spielverlauf. Habe ich So, hast aber du in jeder nicht. Ecke einen Sirup mit Jeder zwischen Ecke den habe ich einen Sirupbaum Sirup. Ich kriege die und du Butter. hast vier Sirup in der Vier Diagonalen. Sirup in der Diagonalen. 1, 2, 3, 4 habe ich auch noch. Kriege ich auch noch ein Stück Butter. Und jetzt reicht es irgendwann. Jetzt reicht's irgendwann, sagst du. Ja, was ich dann leider nicht geschafft habe, sind die sechs gleich, wenn ich richtig gucke. Ich habe nur fünf Ja. Brombeeren und ich habe Ah, auch nee, du nur. hast sechs. Ah, nee, ja, ist richtig. Nee, das Nee, sind hast du nicht. Ich vier habe die Butter mit den Bananen. Bananen Ja, verwechselt, auf jeden das Fall, ist auf ja. die Weise so gelb ist, ne? Ja. Okay, dann haben wir jetzt die acht Runden gespielt. Das heißt, jetzt kommen wir zur Endauswertung. Das heißt, jetzt guckt man erstmal für jede einzelne Frucht, unter der keine Sahne ist, aber Sirup obendrauf liegt. Also jede Frucht ohne Sahne, aber mit Sirup obendrauf bringt einen Punkt. Da habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Punkte kriege ich dafür. 1, 2. Zwei Punkte. Dann gibst du für jede Sahne mit Frucht und Sirup obendrauf drei Punkte. Da habe ich eins, zwei, drei, vier. Vier mal drei sind 12 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind 15. Na, Ah, nicht gut schlecht. funktioniert. Schade eigentlich. Jedes Stück Butter bringt 2 Punkte, da kriege ich 4 Punkte. Ich habe nur eins. Das sind 2 Punkte. Wenn man jetzt die Kanne leer wäre, sprich hier kein Sirup mehr drauf wäre, würde man nochmal 2 Punkte bekommen. Haben wir beide nicht. Und dann schaut man noch auf die Zielkarten. Ich habe einmal die Diagonale mit den 4 erfüllt. Die 6 habe ich nicht erfüllt, aber ich habe noch das erfüllt. Für mich gibt es da 5 Punkte. Du hast einmal erfüllt die, was hast du erfüllt? Ich habe die 6 gleichen Die erfüllt, die 6 drei Punkte. gleichen, die 3. Die anderen hast du nicht, die anderen beiden. So, damit hast du mit 30 zu 22 Punkten gewonnen. Ja, sehr schön. Genau, so spielt sich Waffelzeit. Und ich würde mal sagen, dann können wir mal zu unserem Fazit kommen. Du, ich? Ich fange an. Okay, ich fange erstmal mit der Anleitung an. Ich finde, die ist sehr gut geschrieben, sehr übersichtlich. Wir sind wirklich sehr schnell reingekommen ins Spiel. Das Spiel ist eigentlich auch sehr simpel. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass hier hinten wirklich überall nochmal erklärt ist, die einzelnen Musterkarten. Weil ich weiß, ganz am Anfang, das war so ein bisschen verwirrend, weil auf diesen Musterkarten sind halt nur diese Früchte auf der Waffel drauf. Es steht auch drauf, in dieser Übersicht, wenn man die Muster überprüfen, steht auch drin, dass die Früchte auch auf Sahne liegen dürfen und das steht hier hinten auch noch mal drin. Aber das musste man tatsächlich dann doch noch mal nachlesen, wo wir die Anleitung gelesen hatten. Weil wenn man diese Karten vor sich ausliegen hat, war so, darf da jetzt eigentlich Sahne drunter liegen oder nicht? Aber Ja, es oder auch darf da, Sahne drunter liegen. diese Fragezeichen. Hier zum Beispiel müssen die beiden Fragezeichen die Genau. gleiche Frucht sein oder dürfen es unterschiedliche sein.
oder auch was Michaela hier hatte mit der Erdbeere, dass diese nicht diagonal zueinander angeordnet sein müssen in diesem Quadrat, sondern auch nebeneinander. Und das ist eben in dem Glossar nochmal erklärt. Genau, das finde ich ist richtig gut gemacht. Von daher, man kann hier selbst bei so einem einfachen Spiel, man kann hier wirklich jede einmal Musterkarte und auch jede Zielkarte nochmal nachlesen. Von daher, das finde ich schon mal total gut gemacht. Ansonsten, was ich auch schön finde, man hat noch Varianz mit dabei. Es gibt noch weitere Zielkarten. Es liegen ja immer drei aus. Es gibt dann ja auch zu jeder, ich sag mal, Musterkarte, zu jeder Frucht gibt es insgesamt ja drei Karten, sodass man da auch nochmal ein bisschen Varianz drin hat. Und für den Aufbau, wobei das ist jetzt nicht ganz so wild, gibt es ja auch nochmal diese verschiedenen Sirupkannenkarten, wo man dann ja immer, ich sag mal, fünf Sahne schon mal auf seine Waffe legt und nochmal zwei andere Früchte dann noch irgendwo platzieren kann. Und das finde ich ist auch schon mal eine schöne Sache, wenn man das macht. Ich gucke dann meistens auch immer schon, was liegen hier für Musterkarten aus. Ich hatte jetzt ja zum Beispiel, ich glaube, ich hatte Banane und Erdbeere, nee, Erdbeere und Kirsche. Und ich habe dann zum Beispiel geguckt, aha, wenn ich da Bananenhänder dazwischen lege, kriege ich das irgendwie hin oder genauso mit der Erdbeere, dass ich die im Quadrat haben wollte. Da habe ich dann schon mal geschaut. Was ich auch am Anfang gemacht habe, das habe ich jetzt gerade hier beim Erklären wieder gemacht, habt ihr gesehen, dass ich mir so eine Ecke, ich weiß auch beim allerersten Spiel habe ich das auch gemacht, dass ich mir eine Ecke offen gelassen habe und dann will ich da, okay, da kann ich ja gar nichts mehr reinlegen, weil die Früchte muss ich ja mal benachbart zueinander Und legen. meistens sind es zwei. Meistens sind es zwei, genau, weil diesen Sirup, den gibt es halt nur einmal. Diese, ich sag mal, Früchte und auch ja Sirup und Sahne, die sind halt in unterschiedlicher Anzahl auf diesem Musterplättchen hier versehen. Und von daher, ja, muss man dann halt in dem Moment Glück haben, dass man es dann vielleicht bekommt, wie jetzt ich in dem Zug. Und dann passte das ja auch noch perfekt, dass es mit der Brombeere auch noch zusammen war, dass ich es hinlegen konnte. Aber da muss man am Anfang so ein bisschen gucken, dass man sich dann da halt nicht verbaut. Ansonsten, es ist ein Plättchen-Nägespiel. Davon gibt es schon sehr viele, aber ich finde, das ist hier thematisch echt ganz nett gemacht. Man hat hier, man puzzelt hier auf seiner Waffel die Belege zusammen. Das ist echt lecker. Ich kriege auch schon Hunger auf Waffel, gerade wenn ich auch dieses Cover hier sehe. Und das ist einfach schön gemacht und das macht mir immer wieder viel Spaß. Es ist halt auch so ein bisschen so, man möchte mit jedem, was man platziert, auch das Bestmögliche rausholen. Ich sehe diese Musterkarten und gucke, ah, wenn ich mir jetzt die Obstsorten hole, wie platziere ich die am besten, dass ich vielleicht nicht nur dieses Muster erfülle, sondern vielleicht auch noch gleichzeitig dann möglichst schnell auch noch dieses Muster erfülle oder von den anderen Mustern oder auch genauso mit den Zielen. Welche Ziele liegen aus? Was kann ich, wenn ich die Muster erfülle? Wie kann ich darüber auch möglichst schnell dann die Ziele erfüllen? Weil da hat man ja auch noch so einen kleinen Wettrenncharakter dann mit drin durch die Butter, dass man dann vielleicht auch nochmal zwei Punkte dann bekommt, wenn man da der Schnellste ist, der das Ziel erfüllt. Was ich da auch ganz schön finde, dass jeder trotzdem das Ziel immer noch erfüllen kann. Der Erste bekommt halt einen kleinen Bonus. Die anderen können das Ziel aber auch auf jeden Fall noch erfüllen. Und ich finde auch, das Zwei-Personen-Spiel ist hier wirklich gut gelöst, dadurch, dass man eigentlich immer nur noch ein weiteres Reihenfolgeplättchen hat, was man nur noch mal mit verschieben muss. Das fühlt sich irgendwie nicht aufgesetzt an und fühlt sich auch nicht störend an. Man verschiebt es und es simuliert ja sozusagen zwei weitere Plätze, die quasi durch andere Spieler besetzt sind. Und das passt wirklich gut. Also es kommt gut hin. Und ihr habt ja auch gesehen, jetzt auch gerade anhand des Let's Plays, das ist wirklich ein schönes, fluffiges Spiel. Das kann man flott mal runterspielen. Trotzdem hat man irgendwie so einen gewissen Anforderungscharakter, jedenfalls für mich, dass ich hier möglichst gut puzzeln möchte. Man muss ja auch immer überlegen, Christian ist am Anfang sehr viel auf die Sahne gegangen. Dadurch kriege ich aber dann auch weniger Früchte obendrauf. Der ist ja zum Beispiel zweimal Sahne genommen und man hat ja nur 8 Runden. Man kriegt ja maximal dann pro Runde immer zwei Sachen, die man entweder Früchte oder Sahne, mit Glück vielleicht auch nochmal hier so ein Sirup. Von daher muss man da jetzt für sich entscheiden, was mache ich da? Und wenn man dann nur Sahne nimmt, das habe ich am Anfang auch mal gemacht, weil ich dachte, okay, ich will möglichst viel auf Sahne puzzeln, weil das mehr Punkte gibt. Aber letztendlich hat man nur diese 8 Runden. Und auch mit dem Sirup, das ist auch so eine Sache. Man versucht auch gerne mal seine Kanne dann leer zu kriegen. Mal hat man zu viel Sirup, mal hat man zu wenig. Man muss ja auch immer noch überlegen, an welche Stelle gehe ich. Weil wenn ich weiter hinten bin, habt ihr ja auch gesehen, dann mülle ich mich vielleicht eventuell mit Sirup voll. Aber eventuell, bei mir wurde der Sirup nachher auch knapp, je viel mehr man dann unterbringen kann auf seiner Waffel, braucht man nachher auch wieder Sirup. Und dann ist man vielleicht eher gezwungen, ah, eigentlich will ich dahin, aber ich muss eigentlich weiter nach hinten, damit ich vielleicht auch von dem Reihenfolgeplättchen nachher mal wieder Sirup kriege. Also ich finde, das sind alles so kleine, nette Entscheidungen, die mir wirklich Spaß machen und die für mich auch einen hohen Aufforderungscharakter haben, dieses Spiel wiederzuspielen. Also von daher, mir macht das Spiel Spaß. Es ist ein Plättchen-Nägespiel, davon gibt es schon viele. Aber für mich hat es Kniffe, die es für mich so machen, dass ich finde, das ist ein gutes Spiel, was ich jederzeit wieder spiele. Von daher, mir macht es Spaß und von mir bekommt das Spiel 7 Punkte. Von mir gibt es da gar nicht mehr so viel zu sagen. Also was ich sehr schön finde, ist die Größe. Also das hätte man ja auch viel, viel kleiner machen können. Aber dadurch, dass es jetzt so dieses 5x5-Raster ist, das ist mit diesen
durchsichtigen Steinchen, die den Sirup charakterisieren, wunderbar gelöst. Also das ist wirklich groß, das ist haptisch schön, das hinzulegen, das sieht dann auch nach was aus, finde ich richtig gut. Die Abwechslung mit diesen ganzen Karten, sei es eben die Musterkarten, wo es von Strei gibt, das macht schon immer eine andere Konstellation, sowohl in der eigenen Frucht als auch eben über alle 5 Früchte, die ausliegen, plus die Zielkarten, plus eben auch diese Startgeschichten. Das hätte man alles nicht machen müssen. Hat man damit reingeballert. Das finde ich einfach gut, dass man auch bei so einem kleinen Spiel viel Abwechslung hat, wenn man es häufiger spielen möchte. Es hat immer gut funktioniert, sowohl zu zweit als auch zu viert. Downtime wenig bis gar nicht, in Anführungszeichen. Man ärgert sich mal, weil irgendwie ein Slot da blockiert ist, wo man eigentlich hin will. Das gehört einfach dazu. Das finde ich auch so interaktiv relativ gut, wobei man natürlich schon eher für sich puzzelt. Bloß wenn dann ein anderer Spieler einem die Sachen, die man eigentlich haben wollte, wegnimmt, dann agiert man schon ein bisschen anders. Oder auch wenn es um die Ziele geht, sodass man guckt, ah, der braucht noch 2 Brombeeren, die liegen da aus. Ja komm, ich nehme eine Brombeere weg und dann sowas in der Richtung. Und was ganz extrem schlimm ist bei diesem Spiel, ja, das stimmt, wird das haben wir noch gar nicht gesagt. Du hast es eben schon einmal angedeutet. Das ist ja diese Auslage, mit der wir quasi ja ermitteln, welche Konstellationen es gibt. Und bei mir ganz extrem, ich gehe mit meiner Figur da in irgendeine Aussparung. Ja, ich nehme Heidelbeer und Kirsch und nehme mir diese Dinger, anstelle die eben aus dem normalen Vorrat zu nehmen. Also das war echt schlimm. Das war jetzt hier im Let's Play, ging das, weil ich so weit weggesessen habe. Aber das war es nicht nur du. Ich weiß, wir haben es, das haben wir gar nicht so gesagt, wir haben es zu zweit, zu dritt, zu viert ja auch schon gespielt und auch schon häufiger. Und es ist mitunter auch schon bei anderen Spielern vorgekommen. Ja, ganz schlimm. Und was eben auch wichtig ist, wenn man es jetzt ein paar Mal gespielt hat, man sieht eben hier vorne, was auf der Rückseite ist. Da ist nochmal so eine kleine Frucht dargestellt. Und das ist eben die Rückseite. Weil ich weiß ja, als nächstes geht das ein weiter, dieses Blättchen mit der Gabel drauf. Und dann wird ja umgedreht. Damit ich dann auch weiß, aha, das ändert sich, das kommt in der nächsten Runde, ist das für mich interessant, ja, nein, wie passt das zu meiner Strategie? Von daher ist es schon ein bisschen anspruchsvoller, es ist jetzt nicht komplett platt, sag ich mal, das ist schon interessant und eben auch fordernd, strategisch auch ein bisschen fordernd. Von daher, ich finde es auch gut und von mir gibt es auch 7 Punkte, ein Gut. Ja, wunderbar, okay, das war dann Waffelzeit und jetzt habe ich Hunger auf eine Waffel und ich glaube, haben wir Waffelteig da? Immer. Immer. Okay, dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.